Hex hat eine sehr jüngliche Stimme für ihr Alter. Dann verbrenne ich halt. Feuer nicht ausgeht, obwohl ich unter Wasser bin? Reg dich einfach mehr auf, ist mehr Content. Nein, ich habe keine Lust, mich aufzuregen. Reg dich auf! Lass alles raus! Hast du die Statue am Labor freigeschaltet? Ja. Sehr schön. Dann kann ich nämlich direkt gucken, was das für ein Check ist. Du brauchst doch alle 7. Du brauchst gleich mal alle 7. Oh nö. Bei Majora's Mask ist es ein bisschen schwieriger. Weil man halt nur so ultra... Also die Animation ist viel zu schnell. Ich habe das in MM auch noch nie gemacht. Das ist so ultra schnell. Ich weiß nicht, gibt's hier... Ach, es gibt doch Käfer am Strand, oder? Ich suche gerade welche. Ja, unter den Steinen sind welche. Warte mal, hast du noch 2 freie Gläser? Ja. Ja, dann mach du das am besten, weil wie gesagt, direkt vor dem Labor unter den Steinen sind welche. Und ich habe ja in dem einen Glas ein Big Poe, deswegen den Equip Swap kriege ich nicht hin, weil das ist viel zu fast. Ach, kann doch nicht so schwer sein, ey. Wenn andere das immer hinbekommen. Manche meinen sogar bei Majora's Mask wäre es einfacher, weil es so fast ist. Aber ich glaube, das Timing ist einfach Gewöhnungssache. Aber wo ist hier ein Stein am Labor? Oben an der Tür oder was? Nicht am Labor, am Strand. Liegen ganz viele. Und da sind überall Käfer drunter. Ja, ich bin unterwegs. Ja, keine Ahnung. Das funktioniert bei mir hier nicht. Was gibt's denn noch für Sachen, die man überhaupt in... Was ist denn dann die Deko-Princess eigentlich? Oh nein! Also der Fisch... Der Fisch ist schon mal absoluter Bullshit. Weil der Fisch nämlich der Big Poe ist. Den braucht man ja... Ich weiß gar nicht, wofür braucht man überhaupt den Big Poe? Ist der nur zum Verkaufen? Meine Fresse, diese Drecksgegner! Ich seh dich da nur im Hintergrund herfliegen. Du fliegst auch gleich. Meinst du, ich kann die Zora-Eier verkaufen im Schwarzmarkt-Shop? So, wir haben jetzt 2 Zora-Eier. Die zum Glück... Was sind denn Zora-Eier, bitte? Okay, beim Schwarzmarkt können wir auch nichts verkaufen. Was gibt's überhaupt sonst noch für Sachen, die wir in die Flasche füllen können? Deko-Princess? Zora-Eier? Milch? Milch, ja. Milch können wir auch mal... Oh, warte mal, haben wir nicht Kraus-Sanity an? Ja, ja. Das Problem ist, hast du schon mal irgendwo eine Kuh gesehen? Nein. Also Zora-Eier zu verkaufen und den Big Poe bringt nichts. Das ist beides Eye-Straps. Sag nicht, wir müssen ausprobieren, alles zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob wir es alles ausprobieren müssen. Ich weiß nur, dass du halt Rubine dafür bekommst, aber... Deko-Prinzessin verkaufen. Und die Deko-Prinzessin verkaufen auf dem Schwarzmarkt. Bitte, rette mich! Was tust du da? Ich verkaufe ihnen hier die Deko-Prinzess. Was kann man sonst noch in Flaschen füllen? Quellwasser. Kann man auch normales Wasser in Flaschen füllen? I don't know. Also man kann Hot Water, man hat Normal Water. Gucken, ob man normales Wasser reinfüllen kann. Anscheinend nicht. Ich überlege gerade, was kann man noch machen? Ach du Scheiße, imagine der Big Poe am Ende des Friedhofs ist irgendwas Wichtiges. Den gibt's ja nur ein einziges Mal. Keine Ahnung, am Friedhof gibt's gerade auch nichts zu machen. Oder hier generell im Ikana. Wir sollten ja auch noch gar nicht da sein. Wieso? Soll ich das sagen? Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was wir noch machen können. Also ich dachte, ich check jetzt die Backlöcher da im Skulptura-Haus, aber Bugs sind ja nicht Bugs. Bugs Bunny. Wir können auch in den Spoiler-Log gucken und fragen, wo das Deko-Ding ist. Nein, machen wir nicht. Und dann haben wir jetzt doch nur einen No-Logic-Run. Ja, habe ich aus Versehen eingestellt. Habe ich absichtlich eingestellt. Das ist eine Sache, die ich noch checken kann. Ja, welche? Ich weiß nur nicht genau, wie es funktioniert, aber wir schauen mal. Im Skulptura-Haus sind ja so diese Pötte, wo auch 2 Skulpturas drin sind. Ja. Und, aber auf allen Pötten ist so ein glitzerndes Zeug. Das heißt, da sind wohl auch nochmal irgendwie zusätzlich Items. Aber ich habe keine Ahnung, wie man die aktiviert. Raufgehen. Warte mal, habe ich überhaupt... Ja, ich habe Deko-Sticks, okay. Ach so. Ja, draufgehen hat nichts... Da musst du doch was reinwerfen. Wo musst du was reinwerfen? In die Pötte mussten wir doch was reinwerfen. Wusste man das? Ja. Keine Ahnung, ich habe es mit der Blast Mask versucht und das hat nicht funktioniert. Ja, werf da mal Bomben rein. Ja, ist ein bisschen schwierig, weil ich nur von einer Position aus das machen kann. Das ist natürlich ärgerlich.
Sicher, dass man Bomben da reinwerfen muss? Ich kann mich da nicht dran erinnern. Dankeschön dafür. Scheiß Feuerboden. Hat mich direkt wieder runtergehauen. Wir haben eine Stone Tower Fairy bekommen. Woher? Von dem Song, Sora Song. Hat sich ja richtig gelohnt. Ah, nee, man muss einfach nur drüber laufen. Habe ich dich schon gefragt, ob du das Port-Mini-Game jetzt mit den Soras gemacht hast? Nein, das habe ich dich gefragt. Achso, und ich habe Nein gesagt. Und dann habe ich dich gefragt, ob du das machen wolltest. Hast du das oder noch nicht? Nö. Okay, ich habe 500 Rubine dabei. Ich hoffe, das reicht. Wo komme ich von hier vielleicht da hoch? Oh, perfekt. Dann scheiße ich mal eben auf den letzten Pot. Ich glaube, die Skulltula hatte ich nämlich noch nicht. Eine Ice Trap natürlich. So, dann können wir erstmal das Ding betätigen. Was wir eventuell auch schon vorher hätten machen. Vielleicht mit den Bumerang-Dingern. Naja, whatever. Ich kann gleich nochmal den Swarm-Title-Deed holen und gucken, was der, wenn ich den am richtigen Ort abgebe. Wobei, den Swarm-Title muss man ja zu den Groen bringen, ne? Ja, immer eins weit. Ja. Ja, dann bringt das nix. Hey, eine Swarm-Skulltula, Vanilla. Hier ist Kaffees Maske. You are a fool. Okay. Warum habe ich hier denn gerade eine Ice Trap bekommen? Ach, dieser scheiß Boden. Ich kann hier nicht gegen den Baum rollen mit dem Sandboden. Der Boden erlaubt es mir nicht zu bonken. Ist richtig dumm. So, jetzt. Ui. You are a fool. Es gibt doch ein paar Löcher mit einer Kuh drin. Und Milk. Hey, wir haben sogar echt Milk bekommen. Aber das war nur Milk, keine Bottle. Ja, aber wo sind die? Ich kenne die nur von Ocarina of Time. Ich weiß jetzt nicht, wo die in Majora's Mask sind. Da sind wir schon zwei. Da ist auch noch ein Check. Aber ich brauche die Geron-Maske. Ich brauche alle Masken. Wie gesagt, am besten die Deko-Maske, weil die uns im Moment am weitesten bringt. Oder Pfeile. Ich sehe nicht sehr... Ja. Der Kopf ist im Weg. Also, Skulltula-Haus ist abgehakt, bis auf die Bugspots. Ansonsten hatte ich hier jede Skulltula einmal abgecheckt. Ja, und der Swarm-Title-Deed, aber... Achso, und den letzten Pot muss ich ja noch checken. Alter, beweg dich doch, Junge. Meine Güte. Und die Frösche scheinen horny zu sein. Ja, sag ich doch. Die sind sehr verführerisch. Die Hand im Klo übrigens auch. Ah, jetzt weiß ich, hier, du sagtest doch vorhin, der Boden ist nicht toxisch. Das hatten wir doch so eingestellt. Was? Nein. Wir hatten das als Trick eingestellt, dass wir durch Poison laufen. Aber nicht, dass der Poison-Dings keinen Schaden macht. Okay, auch eine Ice Trap. Gut, dann sind wir hier durch. Also das Kulturhaus ist komplett durch. Bis auf die Bugspots. Ja, was können wir noch machen? Ja, die Zora-Maske bringt uns nicht weiter. Was? Ja, was können wir für Leute... Oh, kann ich hier hochklettern? Nee. Komm, wir boosten uns jetzt einfach hier durch. Ich schieb dich an. Stimmt, hier an der Seite geht das. Wenn wir irgendwie zur Seite kommen. Drück mich durch! Nee, geht nicht. Das geht, pass auf. Ich erfinde jetzt einfach den neuen Glitch, dass das geht. Hör doch auf, ihn anzuvisieren. Nein! Ach. Okay, mit dem Boden geht's schon mal bestimmt nicht. Dann bin ich jetzt eingefroren. Der Random Elemental Damage ist auch merkwürdig. Naja, whatever. Ich meine, man könnte dadurch mit so einem Dings-Slash hier Bombslide. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ah, ich weiß, was wir machen können. Vielleicht, womöglich, mit etwas Glück. Wir können die Hexe retten. Klar. Wir müssen uns eine rote... Post Aber das können wir... Kaufen. Welchen Tag haben wir gerade? Ich habe den zweiten. Ja, dann können wir das nicht mehr. Wir können es ja nur am ersten machen. Ich will jetzt auch nicht resetten, weil ich habe 400 Rupees dabei.
Ja, dann zahl sie halt ein. Aber ich resette dann auch, ey. Was wollte ich machen? Wofür habe ich jetzt resettet? Achso, für die Hexe. Ich brauche Money. Ich hoffe, ich kriege jetzt aber auch den roten Heiltrank, wenn ich den kaufe. Und nicht irgendwie so Bugs oder so. Warum wollte ich jetzt eigentlich resetten? Ich hab's vergessen. Ich glaube, du wolltest auch den roten Potion kaufen. Was du nicht brauchst, weil ich das ja schon mache, aber... Ja, richtig. Genau, ich wollte eine Kuh auftreiben. Und dafür müsste ich den dritten Tag anlaufen lassen. So, wie teuer sind denn deine Potions so? Potion ist 90, Green Potion ist 123, Red Potion ist 62. Eine Blue Potion wird ja rein theoretisch auch gehen, aber das Red Potion ist noch ein bisschen günstiger. Und es gibt sogar auch einen Red Potion. Das ist... gut, I think. Und da wir den ersten Tag haben, kenne ich auch die Strecke auswendig. Warum mache ich das jetzt eigentlich? Den Check zu bekommen. Was für ein Check? Keine Ahnung, warum machst du das eigentlich? Vielleicht um Boot zu fahren. Kriegen wir die Picto? Ja, aber das würde ja nur helfen bei, Vielleicht kriegst du ja... Du holst den Check für die Picto-Box, ne? Ja, die bekommt man da, ne? Ja. Okay, dann ist es okay. Hex hat eine sehr jüngliche Stimme für ihr Alter. Okay, wir haben eine Woodfall Temple Ferry bekommen. Und jetzt fahren wir mit dem Boot. Und ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Nicht, wenn das Boot brennt. Brennt nicht. Okay. Warum ist hier keine Kuh? Hallo? Hallo? Oh Gott, die ist aber aggressiv. Wieso habe ich jetzt ein Notebook bekommen? Boot ist ganz schön schnell. Ich habe ein Notebook bekommen. Wieso hast du ein Notebook bekommen? Du hast den Eintrag bekommen. Das Notebook haben wir schon die ganze Zeit. Ich hab's nicht. Wie, du hast es nicht? Also ich habe Einträge da drin, ich habe aber nicht den Chef der Bande da drin, der mir den Code gegeben hat. Den habe ich, glaube ich, auch nicht da drin. Aber du hast doch das Notebook an sich da drin. Ja. Ja. Ja, jetzt bin ich wieder am Deku-Tempel. Leben die mit den Kühen vielleicht im Haus zusammen? Also die Kühe sind ja in der ersten Nacht da. Nur die werden danach geklaut. Scheiße. Genau, klar. Deswegen sind keine Kühe hier. Aber das sind ja nicht die einzigen Kühe. Es gibt ja noch mehr. Ja. Hast du eigentlich schon alle Tingle-Sachen gecheckt? Nee, nur die ich konnte. Ja, welche waren das denn? Clocktown, Sumpf und Milk Road. Und was ist mit dem an Great Bay? Der fliegt zu hoch, um damit halt dahin zu kommen. Das bezweifle ich. Den schnapp ich mir. Den schnappst du dir nicht. Den schnapp ich mir. Vertrau mir doch einfach einmal. Niemals. Dein Vertrauen kenne ich. Du musst mal mit mir Alkohol konsumieren. Dann mach ich mal so eine auf Bruder-Vertrau-Mir-Mischung. Ja, siehst du? Dann brauche ich ja nicht mal mit dir Alkohol trinken. Wieso denn? Du sollst mir ja vertrauen. Du überlebst das schon. So, soll ich dir mal den Trick zeigen, wie man das macht? Ja. Ist hier die Leiter hoch? Ja, da war ich. Und dann schießt du den ab. Ja, das ist immer noch so weit oben. Was ist er denn da? Ich sehe nicht. Ja, bisschen weit oben, was? Sehen halt kaum. Das ist das Problem, ja. Man muss halt warten, bis der unten ist. Du bist gleich mal. Ich bin nicht ansatzweise, Simon. Du bist gleich mal ansatzweise. Du bist ansatzweise. So, jetzt fliegt er hoch. Jetzt kommt er wieder runter. Ach was. Wirklich? Woher kriegen wir jetzt Fische? Fische für die Fische. Hast du eigentlich mal geguckt, was das, was die Sora-Eier sind? Nö. Ich hab ja kein, ich weiß nicht, ich kenne den Weg nicht dadurch auswendig. Ich glaube, das bringt auch gar nichts. Doch, die Eier sind, die müssen doch trotzdem da liegen. Das sind doch die Aale, die beschützen, ja. Und wir haben keine Energie. Der Weg ist eigentlich gar nicht so schwer, aber ich war da zu wenig weit geschwommen. Oder? Oh, Schild hier. Zweites Schild hier. Links. Links. Verdammt. War zu eng genommen. Boing. Boing.
gar nicht. Ist in jedem fucking Ding ein Aal? Nö. Also. Sicher? Drück mal L, ich glaube, du hast ja. Hier gibt's noch Kisten, oder? Wir haben hier keine Map von. Wir haben von allem eine Map, von Anfang an. Ja, wo ist sie denn dann? Wenn du L drückst. Ja, aber das Problem ist ja. Nato of Awakening, okay. Ist gut. Jetzt können wir den am Friedhof besiegen. Das Recovery Heart war eine scheiß Ice Trap? Ist das dein scheiß Ernst? Siehst du, da ist deine Map. Ja, aber trotzdem sind ja überall Aale drin. Was bringt mir die Map? Lieber, warum denn keine Rolltreppen? Also das Einzige, was ich wirklich holen kann, ist hier unten die Pötte. Und da ist das Problem... Ich brauch Bombenschuhe. Sonst kann ich das nicht mehr machen. Haben sie gesagt? Ja. Okay, der ist schon mal leer. Ich kaufe mir jetzt Bombenschuhe. Wenn du das denn, wenn das denn geht. Ob das auch wirklich Bombenschuhe sind. Okay, ich glaube, ich weiß, warum die den Feuerboden für Zoras ausgemacht haben. Weil ansonsten unter Wasser Gift wäre, was ultra behindert wäre. Mal gucken, ob ich die Aale auch mit den Bumerangen kaputt machen kann. Guten Tag, Aal. Joscha. Ah, tatsächlich. Das heißt aber, ich kann nur die untersten beiden. Ärgerlich. Ah, obwohl. Also hier ist ja auf jeden Fall eine Truhe. Die Truhen werden ja sowieso erstmal wichtiger. Oh fuck, das war eine Ice Trap. Aber so die hätte ich nicht vermeiden können. Nee, weil wir wissen ja noch nicht, was die Sora-Eier sind. Die würden ja erst wichtig werden, wenn, wenn das jetzt irgendwie Käfer oder sonst was wären. Was dann extrem beschissen wäre, aber so ist es halt. Also der Weg... 201 Rupees auch hierfür. Der Weg durch die Maze ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich probiere jetzt mal was aus. Wenn mich der Aal nicht packen würde. Wenn ich mich nämlich hier ganz an den Rand stelle, ja, dann kann ich den nämlich auch so killen. Und Zora-Eier sind, okay. Magic Mushroom. Erstmal ein paar Magic Mushrooms einschmeißen. Musste man hier nicht sogar das andere Seepferdchen holen oder so? Ne, hier musste man das eine Seepferdchen hinbringen, ne? Genau. Für den Herzteil aber nur. Und noch eine Ice Trap. Ja gut. Die Magic Mushrooms kann ich aber zur Witch bringen. Du bist sicher auch, dass du im Pirate Fortress alles gemacht hast? Ja, ich komme ja nicht weit. Ich kann da nichts machen ohne Hookshot. Also um da reinzukommen, beziehungsweise ohne Gerode, um den Schalter zu betätigen. Aber die Truhen da hast du, ne? Die drei Truhen im ersten Bereich habe ich, ja. Der Gerode macht das Wasserding auf, ne? Ja. Warum brenne ich jetzt unter Wasser als Zora? Kann das auch mal ausgehen? Nicht? Danke. Verbrenne ich halt. Feuer nicht ausgeht, obwohl ich unter Wasser bin. Aber okay. Ergibt natürlich alles Sinn. Na egal, dann in den Sumpf. Sumpf? Warte mal, was wollte ich jetzt machen? Ach genau, den Mushroom wegbringen. Willst du dich um den Skeletttypen kümmern? Ich versuche jetzt nochmal das Bombschuh-Bowling zum zweiten Mal zu machen. Aber nochmal kann ich das ja nicht machen, weil sonst zu wenig Geld drauf ist. Wir haben jetzt auf 570 oder so drauf. Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt was bringt, weil ich glaube, die Preise von den einzelnen Spielen ist immer das gleiche, meine ich. Und nur der Preis, den du bekommst, wenn du alle drei besiegst, ist dann nochmal anders. Und das kannst du ja nicht. Das werden wir aber herausfinden, wenn du einen Recovery Heart bekommst. Ja, ich hab's nicht geschafft, weil das Spiel scheiße ist. Ja, lass das einfach. Ich würde es auch nicht ausprobieren. Wie gesagt, ich meine, dass alle drei sowieso das gleiche wären. Einsehe ich diese Mushrooms. Also ich habe dafür jetzt aber nichts bekommen, außer dass ich das blaue Potion kaufen kann. Klasse. Also gut, aber Zoras Eier sind dann schon mal nichts Sinnvolles. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber was zur Hölle können denn dann noch Mushrooms sein? Bugs und Fische. Jetzt spring doch darüber, ihr Poder, du Mistvieh. Jetzt spring doch, Mann! Okay, ich kann es jetzt einfach nur kaufen, wow. Hey, was machst du denn gerade? Ich versuche, über diesen gottverdammten Zaun zu springen. Wohin? Zum Graveyard. So, nee, da darfst du noch nicht hin. Was gibt's denn noch so für Checks? Kann doch nicht sein, irgendwas fehlt uns. Irgendwas übersehen wir. Ich meine, das Postbotenspiel... So, ich glaube, ich habe auch noch Song of Storms nicht markiert. Zack. Das ist Sonata of Awakening. Ja, Sonata of Awakening können wir jetzt aber auch nichts machen.
Außer halt den Typen da am Friedhof. Den ich ja jetzt mache. Aber brauche ich nicht die Maske? Die Maske des Hauptmanns gibt's erst da drinnen, ne? Ja, die gibt's durch den Typen, wenn du den besiegst. Irgendwas übersehen. In den Topf habe ich doch auch zerstört. Und Recovery Heart. Don't understand. Aber ich kann mal ein bisschen Geld einzahlen. Bogen oder Dekomaske? Das sind die beiden Hauptitems, die wir jetzt brauchen. Oh, jetzt auch noch dieser... Och, Digga, dieses... Das ist so Bullshit, Digga. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Wunderschön. Wie teuer ist denn hier das Dingsspiel? Jetzt kommt auch noch dieser scheiß Feuerboden dazu. Ich habe das Race nicht geschafft. Alter, wie schnell soll ich denn noch sein? Oh, 28 Rubine für das Kind. Geh drauf, bitte. Komm, stirb einfach. Jetzt habe ich natürlich noch ein halbes Herz über. Ihr seid solche Keks. So, also mit diesem Feuerboden macht dieser Randomizer null Spaß. Fakt, meine Meinung. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich finde das alles ganz herrlich. Nee, ich finde das gar nicht geil. Reg dich einfach mehr auf, ist mehr Content. Nein, ich habe keine Lust, mich aufzuregen. Reg dich auf! Lass alles raus! Ich stehe nicht so auf künstlichen Content. Ich werde nicht künstlich, so. Du bist ja wirklich angepisst. War das 28, das heißt 112 Rubine. Kann ich das Spiel zumindest viermal spielen. Ausgesetzt, ich komme da nochmal irgendwann an. Oh, nicht schon wieder scheiß Feuerboden. Nee, Digga, nee, hör auf jetzt. Lauf doch einfach mit der Zora-Maske rum. Ich kann doch nicht diesen scheiß Boss ohne Zora-Maske besiegen. Mit Zora-Maske besiegen. Um welchen Boss sprechen wir gerade? Naja, von den Viechern da, die mich dann nerven. Welche Viecher? Wo bist du gerade? Ich bin bei diesem Hauptmann. Ach so, den. Ja, sicher kannst du den. Ist doch sogar einfacher mit der Zora-Maske. Was ist daran einfacher? Indem du mit dem Bumerang ihn erst abschießt, dann macht der einen Moment Pause und dann kannst du wieder hinterherkommen. Nice, nach Sandboden kommt noch tieferer Sandboden. Way. Ach komm. Ja, und jetzt berühre ich das Feuer. Ach, Digga, meine Fresse. Und dann ist hier noch alles aus Sand... Mann! Content! Nein, ich brech das Ganze hier gleich ab. Es nervt mich nur noch. Es ist frustrierend. Ich hasse es, gefrustet zu werden. Kein Progress, nichts. Da musst du drüber stehen. Nee, er hat da keinen Bock drauf. Und ich glaube, das ist auch zum Anschauen absolut nicht cool. Wenn du dich aufregst, ist das wunderbar. Das ist der beliebteste Content. Ja, vielleicht das, aber mehr auch nicht. Kann der Boden sich jetzt mal ändern, bitte? Guck mal, selbst im Chat schreiben die Leute cringe. Es ist wunderbar. Nein, es ist schlimm. Ich sitze jetzt seit bald 6 Stunden mit dir. Sind's doch nur noch fast 4. Jetzt fesselt ihr mich an, ich verbrenne, weil ich Feuerdamage bekomme und dann ist schon wieder abgebrochen. Nee, ich lass das sein jetzt. Komm, den Boss kannst du alleine machen. Diesen Check kannst du holen. Ich hab da keinen Bock drauf. Ach komm, so nee, schlimm kann's doch nicht. Nee, komm, lass. Na toll, zu der Truhe komme ich nie im Leben. Kannst hier die Maze machen mit mir zusammen? Nein. Wie, was kostet die? 28 Rubine pro Versuch. Ja, ich hab 100 Rubine. Aber ich hab's ja jetzt schon als Kind gelöst. Weiß man nicht, ob es als Sora einen anderen Dings gibt, aber. Also als Kind ist schon mal Ice Trap. Als Sora kostet sie aber auch über 100, das würde ich sowieso nicht machen. Ah, dann muss ich dir jetzt halt zeigen, wie das geht. Hast du eigentlich die Laternen am Friedhof gecheckt als Sora? Was? Nein. Das sind sehr viele Checks. Was soll da drin sein? Jeweils pro Laterne 3 Items. Och, Fledermäuse, nervt doch nicht. Keine Zeit für euch. Also vor allen Dingen nervig, weil die, wenn die Feuerschaden machen, einfach den Zora one-hitten können. Kommt erstmal alle her. Ich werde hier verrecken an den Viechern, ey. Ach, man kann das sogar mit der Blast Mask auswählen. Kann ich mich erstmal umbringen. Sehr schöne Cutscene. So, 2 habe ich. Fehlt... Naja, mindestens eine. Die gibt Maske ist auf jeden Fall fake und die hier auch. Hier ist der Totengräber. Jetzt ist auch noch Feuerboden. Mann, ey.